Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich sitze im Hosenlabor und zumindest 50% der Gebrüder Stitch sitzen links von mir. Und zwar der Moritz, Genau. dein Kumpane, dein Geschäftspartner, dein Bruder eigentlich, Genau. ist Der Mike ist unterwegs. bei uns im Büro gerade. Du machst Büro. So. Okay, Wir haben jetzt schon, ich muss gleich anfangen, ne? Wir haben jetzt eine Flasche Eierlikör am Tisch stehen. Foucade gibt es keine. Das ist bei euch Pflicht, wenn man zu euch kommt, muss man. also Eierlikör ist Hausgetränk bei uns Okay. mittlerweile. Entstanden ist es so, dass ein Freund von Mike stellt Eierlikör her und hat zur Eröffnungsparty auf der Gumpendorfer Straße damals noch eine Kiste Eierlikör mitgebracht. Und der ist schon ziemlich früh gekommen, wie die Party noch am Anlaufen war, und hat die Kisten irgendwo rechts auf die Seiten gestellt. Wir haben es dann nicht mehr gefunden und dann aber auf den Partyfotos halt da und dort den einen oder anderen mit einer Flasche Eierlikör erwischt. Und Okay. dann die Diebe quasi nachträglich Überwachungskamera war das eigentlich Hosen, dann schon, ja, ne? Hosen CSI-mäßig dann geklärt. CSI-Hose Genau. quasi. Cool. Und dann haben wir bei den nächsten Festeln wieder Eierlikör gekriegt und dann sind die verschiedensten Eierlikör-Kreationen entstanden. Es geht mittlerweile von Eierkiri über Long Eier, Eistee, rote Eier, blaue Eier, alles Mögliche Jetzt gibt's kommt da. eh bald Ostern. Ja. Perfekt, Ja. ja. Und ich würde dir jetzt mal einfach die pure Eierfreude Bitte, hier zuteil werden ich bin lassen. Alkohol ja nie abgeneigt. Ja. Wie man vielleicht weiß, wenn man meine Videos kennt. Weil du Okay. gerade sagst, Hosen, CSI-Hose, ne? Die Gebrüder Sitsch machen ja eigentlich Hosen, Genau, Jeans. genau. Ja? Wie seid ihr dazu gekommen? Also gewesen ist so, dass der Mike und ich, wir sind alte Bekannte. Wir kennen uns seit nicht ganz 10 Jahren und haben uns aber jetzt nie wahnsinnig gut leiden können eigentlich. Das heißt, wir haben uns so 3-4 Mal im Jahr irgendwo gesehen. Besten Voraussetzungen eigentlich für ein Geschäft, Ja, ne? voll, voll. Und dann war es so, dass wir Anfang 2009 haben wir ein paar Mal was gemeinsam unternommen und waren dann einmal einen Kaffee trinken auf der Gumpendorfer Straße in Viel. Und der Maik erzählt mir, wo er gerade dran ist oder woran er arbeitet und was so in einer Umbruchphase. Und ich habe auch gerade irgendwie keinen Bock mehr gehabt auf Marketing, was ich die Jahre davor gemacht habe. Das heißt, wir waren beide so, wir haben uns in einer Situation getroffen, wo wir beide irgendwie Lust gehabt haben auf Auf was was Neues. Neues, Genau. ja. Ja. Und ein Café ist halt, ich weiß nicht, auf 2 Stunden oder so geplant. Und wir sind dann aber 12 Stunden sitzen geblieben. In einem Lokal? Wir waren, glaube ich, wir haben uns um 2 am Nachmittag getroffen, waren dann bis acht, Okay. neun im Viel und waren dann im Donau, glaube ich, und irgendwo am Würstelstand hat die Geschichte dann geendet. Eine klassische Wiener Geschäftsbeziehung, also Es wie war eine ein Privateigentlich. Wirtshaus, eine Geschichte. Schnapsidee, Ja, auch eine richtig, die richtige besten. Schnapsidee. Aber wo Ja. Schnaps, mal kurz Prost, ja? Ja. Prösterchen. Prost, Ja. Prost. Das ist übrigens der Vorzüglich Eierlikör. Multifunktions-Eiergral, Okay. der von einem Kunden von uns extra für uns mundgeblasen Wirklich? wurde. Ja, man sieht es, ein bisschen Ja, unrund. Mehrzweck-Eiergral deshalb, weil er sich gleichermaßen hervorragend für das Frühstücksei Eignet eignet richtig. wie für den Verzehr von Eierlikör. Okay. Ja, die Leute melden sich für einen Termin an, kommen zum Beratungsgespräch, dann sucht man mit dem Kunden einen Stoff aus, eine Waschung aus, Garnfarbe aus, Schnitt aus. Dann kriegen die Leute Probierhosen anzogen. Die ist so zweit und lang, die steckt man dem Kunden vorm Spiegel ab, Okay. so lange bis der Schnitt passt, weil dann sagst du halt, ja, weiß ich nicht, mehr Bootcut, mehr ausgestellt, höher, tiefer. Und dann kommt der Kunde 4 Wochen später zur Anprobe, probiert nochmal die halbfertige Hose an, da macht man Feinschliff und nochmal 4 Wochen später ist dann die Hose fix fertig. Okay, das ist ja schon mal ein Aufwand, Ja, den er beschreibt. Ja. Was er natürlich auch, dafür hat man maßgeschneiderte Jeans nachher, weil das ist ja das im Endeffekt, was man hier bekommt, maßgeschneiderte Hosen, die ich mir, also nicht nur Hosen, also Jeans hätte ich eigentlich, jetzt also nicht besser sagen können. keine Anzugshosen, sondern ich bin ja quasi Jeans-Experte, also ich habe auch eine an heute, wie viele Menschen. Habt ihr schon mal überlegt, so ein Lager zu machen, wo ihr Jeans lagert und das Hosenstall zu nennen? Grandios, oder? Du darfst dreimal raten, wer der Eigner der Domain hosenstall.com ist. Ich dachte jetzt wirklich, du sagst jetzt, die Idee, ja, vielleicht können wir das kurz nochmal machen. Wäre es nicht toll, nein, vergiss. Ja, das ist Das nicht der, wäre. wenn jetzt da zum Beispiel jemand reinkommen würde, weiß ich nicht, der mal
im Finanzministerium tätig war und total schön ist, würdest du dem eine Rose verkaufen oder würdest du sagen, boah, bitte, das ist, oder ist dir das völlig wurscht, weil du willst das eh nur wegen am Geld? Also wir machen das, was wir tun, nicht wegen der Kohle. Wir verdienen auch gar nicht wahnsinnig viel. Es ist zwar so, dass wir voll ausgelastet sind, aber es gehen noch zu viele Arbeitsstunden in die Hosen rein. Das heißt, unser Hauptmotiv war eigentlich... Quasi in die Hose gegangen. Ja. Wahnsinn. Sicher auch schon gehört, oder? Ja. Ich vielleicht frage mal Nein, aber irgendwie beim dritten wird es dann passen. Ja. Ja. Sie haben gesagt, ja, was machst du eigentlich? Marketing. Für wen? Social Media, Online-Zeug, Konzepte bei einer Agentur. Als Angestellter? Ja. Okay. Bei wem bist du? Limesolar. Beste Firma der Welt. Ja. Limesolar.at. Ja. So, hätte ich es auch gesagt. Also ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß ja, wie es in der Branche ist. Bei uns wird in der Früh Champagner... Beluga in der Mittagspause. Okay. Zum Katzenfüttern. Ja. Schickst du dann deinem Vorgesetzten, wählst du den immer in der Folge? Nein, ich schneide dann oft das raus und der kriegt dann nur Sonderedition. Das heißt, Mitarbeiter des Monats schaut gut aus, du bist auf Kurs. Ich bin Mitarbeiter des Jahres quasi. Ich habe jetzt im Oktober angefangen, aber bin ziemlich sicher, dass ich Mitarbeiter des Jahres werde. Also, also nicht der zweite Mitarbeiter, den wir haben. Also nicht mehr. Aber ein harter Kampf zwischen euch beiden. Ja. Jedes Monat aufs Neue. Katastrophe. Und vor allem das Schlimme ist ja, der Mitarbeiter des Monats, der darf bei uns, also der hat keine Benefits, sondern ganz im Gegenteil, der muss dann mehr arbeiten. Ja. Aber ich werde es trotzdem wegen der, wir kriegen dann so einen, wie beim Skikurs, eine Goldmedaille. Und mag ich total gern, Medaillen. Immer dieselbe, also wenn ich es erwandere. Eine Wandersache. Eine Wandermedaille quasi. Ja. Warum machst du das oder was ist dein Ziel? Warum? Weil ich habe keinen Verwandten bei der SPÖ und deswegen ist der Job beim ORF eher, also wird nichts, vermutlich, wobei der ORF mich jetzt eh nicht mehr mag, nach ein paar Dingen, die ich mir geleistet habe vielleicht in letzter Zeit. Magst du drüber reden? Oder? Ich bin total kritisch dem ORF, aber es gibt so ein Video, ich habe zum Beispiel die Barbara Karlich Aktivia-Werbung nachgedreht, nur statt Aktivia habe ich ORF-Eigenproduktionen. Okay. Und die sind halt auch fördern. Und lauter so Dinge, und ich schreibe halt auch sehr kritische Beiträge, dass der ORF Arsch ist, zum Beispiel. Also auf deinem Blog, oder? Auch auf Twitter, auf Facebook, überall, wo es mir wurscht. Ja? Und auf jeden Fall, von klein auf war es für mich klar, ich will ins Fernsehen. Damals gab es ja nur Fernsehen und Zeitung und Walkman. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so 2005 oder 2006 haben wir gedacht, ja, es gibt eh das Internet und YouTube und so. Kann Fernsehen sein. Da kann ich machen, was ich will. Ja. Und das mache ich jetzt seit 2009 mache ich das und probiere halt alle möglichen Dinge aus, die mir so einfallen und hoffe halt noch immer, dass dann irgendein Privatsender kommt, vielleicht und sagt, ich finde mal cool, aber drei Karten ziehen und die beantwortest du mir dann noch. Und die Fragen lese ich auch vor, da gebe ich nur die Antworten. Ja, ich lese die Fragen vor, weil ich bin ja der Fragensteller. Ja? Dann habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Bitte. Ja. So. Wenn du einen beliebigen Moment deines Lebens noch einmal durchleben könntest, welcher wäre es? Boah, das ist total tiefsinnig, die Frage. Ich sage jetzt nicht meine Geburt oder so, sondern, also, ja. Du hast auch gerne ein bisschen Bedenkzeit. Telefonjoker. Magst du den Dings anrufen? Den Mike? Ja. Ja, sag mal die nächste. Okay, ich leg dir mal auf die Seite. Du musst sie auch nicht. Wenn du ganz sagst, das ist eine scheiß Frage, dann beantwortest du es nicht. Wenn du die Gedanken anderer Menschen lesen könntest, was glaubst du, würde dich am meisten überraschen? Boah, ist das tiefsinnig, ey. Das ist ja unglaublich. Da habe ich auch was mit. Ich was mich am meisten überraschen würde. Ja, sag jetzt nicht, wenn sie dich mögen. Ja, wenn alle Menschen große, tiefe Gedanken haben und nette Dinge übereinander denken, das würde mich überraschen. Wir haben jetzt zwei coole Fragen. Schau, das sind Fragen über die Forscher. Ich habe die durch Zufall jetzt gezogen, durch ein notariell beglaubigtes Losverfahren. Was ist deiner Meinung nach die dümmste Erfindung aller Zeiten? Ich habe gesehen, es gibt so ein eigenes Gerät zum Seitenumblättern, wenn man ein Buch liest. Wirklich? Ja, das gibt man irgendwie auf die Finger, so ein Fingerhut zum Umblättern. Das hat den Effekt, dass man die Finger nicht bespeicheln muss. Wobei das ich auch eigentlich seit dem Ableben meiner
Großmutter niemanden mehr erlebt habe, der die Finger bespeichelt beim Umblättern. Ja, ich mache das auch nicht. Ich schläge die Seiten mit der Zunge ab zum Umblättern. Ja? Ja, das also schneide ich mir schon mal. Bei der Heute mache ich das, wenn man dich in der U-Bahn findet. Ja. Nein, das war auf jeden Fall echt eine grandiose Erfindung. Ja. Ich werde das raussuchen und ich zeige es euch jetzt. So, da habe ich jetzt reingeschnitten, ja. Quasi Fans in die Technik. Mhm. So, zurück von der Fingerumblättermaschine. Ja. Welche der sieben Todsünden begehst du am häufigsten? Sollte man wissen, was die sieben Todsünden sind, oder? Ja. Nein, Missgunst, Völlerei. Völlerei, ja. Reicht das? Kannst du nicht eine von den drei aussuchen? Mhm. Noch mehr? Also, Völlern tue ich sehr gerne. Ja. Wo? Also ich bin ein großer Jausen-Mensch. Ah, okay, so Brettl-Jausen quasi. Ein Jausen. Ja. Speck, Wurst, Kass. Brot. Ja. Bier. Ja. Also Jausen ist, wenn ich die Wahl habe zwischen einem gekochten Essen und einer Jausen, das muss echt ein guter Koch sein. Ja. Was gut also sein. Quasi, wenn du Frauen datest, dann machst du Kennenleid-Jause. Kennenleid-Jause, quasi, ja. So ein bisschen mit Fucking statt Kerzen. Von daheim, ein bisschen verhackert, krammeln. Okay, woher kommst du? Du bist ja kein Wiener, oder? Grazer. Grazer. Mhm. Okay. Mhm. Wenn dein Vater eine Comicfigur deiner Wahl wäre, welche wäre es? Daniel Düsentrieb. Das ist cool. Ich habe jetzt auch an einen. Ich habe lustigerweise auch an Entenhausen gedacht. Ich habe jetzt an Dagobert Duck gedacht. Ja. Das ist aber nicht der Zufall. Ja, der ist mal kurz durch den Kopf gegangen, aber da fehlt ihm das Kleingeld. Das ja, der Geldspeicher. Ja. Ja. Aber das Lustige ist, wir beide sind an Entenhausen. Ja, es ist halt. Das liegt vielleicht also, aber auch an meinem T-Shirt, das ist unterbewusst. Ja. Weil die Mickey Mouse ist auch Entenhausen. Das kann sein, oder? Das kann sein, ja. Wahnsinn. Kann sein. So. Es ist, glaube ich, einfach so die Duck-Geschichte, das ist einfach das ist einfach, typische ja. Comic-Ding. So. Muss ich jetzt drei Fragen stellen? Aha. Was soll denn nicht ins Wasser fallen? Ja. Die kosten ein Vermögen. Tausende Euro kosten die Karten fast. Die werden handgeschrieben in Aserbaidschan. Mhm. Auch drei, gell, haben wir gesagt. Mhm. So, so müssen wir jetzt merken und du ratest dann welches an. Also. Vor welchen Dingen hast du Angst, auch wenn du genau weißt, dass es eigentlich gar keinen Grund zum Fürchten gibt? Vor Zombies. So. Was ist dein Lieblingstier? Der Haifisch. Warum? Weil ich die einfach cool finde, dass sie total faszinierende Viecher sind. Okay. Nenne etwas, das die meisten Leute vermutlich nicht über dich wissen. Ich bin ziemlich lustig. Ja. Aber ich finde es interessant mit Zombies und Haifisch, das ist ja eher so aggressive. Echt? Meinst du, ich habe versteckte Aggressionen in mir? Ja, das ist überhaupt kein Ohr! Na? So. Keine Ahnung, ja? Ja, ich weiß nicht. Gut. So, nachdem jetzt eine Dreiviertelstunde um ist, circa, also in Online-Zeit ist das ein Tag, ja. Sage ich jetzt einmal, das war's. Ja, passt. Wir können jetzt so weiter planen. Danke für deinen Besuch. Danke für die Einladung. Und schau, dass du gut, ich finde es super, dass es total schnell geklappt hat. Ja, das hat jetzt also maximal ein Jahr gedauert. Ja, oder? In etwa. Ja, es ist halt mit meinem Management, bist du mal durch die verschiedenen Hierarchieebenen, Second-Level-Support richtig, ja. Und so da durchkommst. Ihr habt ja auch in den alten Hosen, da war es kein Heli-Platz gehabt, wo ich landen hätte können. So eben. Dann sieht das nicht dagegen. Ja. Ciao. Wiedersehen.